Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell? Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts an. Du musst keine Zahlen, sonst finden Sie dich. 77-11-010-96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel.
Ihre Identität wurde bestätigt. Mrs. Elaine Paddles, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfall Nummer 77111101096 beschreiben? Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Ha! Sonderbar Handlung. Könnten wir uns woanders unterhalten? Na was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Möglicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostenspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für Organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind die ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Schlimmer, komm raus!
Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay, ich sehe mich mal um. Lass uns reden. Ich gehe nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst. Das werden wir ja sehen.
Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein. Ich sehe mich mal um. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Hä? Was denn? Alles. Die Stadt, die Hektik, Menschenmengen, es
bist überwältigend. Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay, bring mich bitte dorthin. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Du kannst einsteigen, aber fahr langsam und fahr bloß nichts um. War gar nicht so schlimm, ha? Huh? Es war ein Albtraum. Dennoch möchte ich dir danken. Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Hilfe, Vee. Ich habe Ihnen bereits einen Anteil Ihres Honorars überwiesen. Seeking out by unmarked ATs and proven folks. We treat your first offender quite seriously.